Ein Formular wird häufig in Form einer Tabelle angelegt. Das habe ich hier schon vorbereitet, weil Sie ja wissen, wie das geht. Dann braucht man zusätzlich die Entwicklertools. Bei mir sind sie schon hier angezeigt als Register. Wenn sie nicht angezeigt sind, geht man über die Office-Schaltfläche und die Word-Option und wählt die Entwicklertools bei den häufig verwendeten Optionen hier mit diesem Kontrollkästchen. Dann wird die Entwicklerregisterkarte, wie hier bei mir zu sehen, in der Multifunktionsleiste angezeigt. Ich wähle dann die Entwicklertools aus und habe dann die Steuerelemente hier in dieser Befehlsgruppe. Ich fange an mit einem Textfeld. Ich habe hier zwei verschiedene Textfelder. Das hier ist für reinen Text und hier bei dem Rich-Textfeld könnte also auch formatiert eingegeben werden. Das heißt, man kann etwas fett drucken. Ich wähle jetzt dieses Textfeld. Dann gehe ich an die nächste Stelle, wo ein Datum ausgewählt werden soll. Und da habe ich dann an dieser Stelle die Möglichkeit, mit diesem Inhaltssteuerelement einen Kalender einzublenden. Und da gibt man dann das passende Datum durch Anklicken an. Das nächste, was eingefügt werden soll, sind Kontrollkästchen. Die finde ich hier und da nehme ich das erste Kontrollkästchen, mache ich noch zwei weitere. Und hier ist dann noch das dritte. Jetzt fehlt noch ein Dropdown. Das haben wir hier oben. Das ist jetzt eingefügt worden mit Hilfe der Eigenschaften. Die wähle ich jetzt aus. Kann man dem einen Titel geben? Beruf soll oben rüber stehen und dann füge ich ein paar Berufe hinzu. IK schreibe ich oben hin und unten schreibe ich dann hin Industriekaufmann oder Frau. Den Fachinformatiker, das ist der letzte in meinem Beispiel. Klicke auf OK und klicke dann nochmal auf OK. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den passenden auszuwählen.